Das war der Anstoß zum 115. Hamburger Lokalderby FC St. Pauli gegen den HSV. Die bisherige Bilanz sieht wie folgt aus. Es gab 79 HSV-Siege, 23 Mal gewann St. Pauli und 12 Mal spielte man unentschieden. Der Aufsteiger St. Pauli ganz in Weiß von links nach rechts. In der Bundesliga ist das allerdings erst das vierte Duell und da ist die Bilanz bisher ausgeglichen. Jeder hat bisher einmal gewonnen und ein Unentschieden steht zu Buche. Schauen wir uns jetzt mal ganz schnell beide Mannschaftsaufstellungen an. Beide Trainer können ihre beste Aufstellung aufbieten. Hier die Elf von Helmut Schulte mit der Nummer 1 Ippig, dann Trulzen, dann Flath. Mit der 4 der Mannschaftskapitän Jens Duwe, dann Kotschian, Gronau, Golke, Dahms, Rüdiger Wenzel. Mit der 10 Peter Knebel und mit der 11 die einzige Änderung gegenüber dem Spiel beim VfB Stuttgart. Klaus Ottens, er spielt für Dirk Zander. Dann der HSV. Mit der Nummer 1 der junge Richard Golz, der Nachfolger von Keutka. Dann Manny Kalz mit der 3 Moser, mit der 4 Jakobs, mit der 5 Carsten Kober, mit der 6 Thomas von Hesen, mit der 7 Merkle, dann Josefi Furtok, Bein und mit der 11 der Dene Jensen. Jetzt aber St. Pauli von der linken Seite. Sonny Wenzel! Oh, welch ein Tor! Welch ein Auftakt! Gespielt 1 Minute und 40 Sekunden im Volksparkstadion. Und Rüdiger Wenzel bringt den Aufsteiger mit 1:0 in Führung. Mit einem Riesentor. Hier die Flanke von Egon Flath. Und er nimmt den Ball direkt mit dem Rücken zum Tor. Keine Abwehrmöglichkeit für Richard Golz. Und das ist ja wahrlich kein kleiner Mann. 1,98 misst er. Das Tor des Tages, das Tor des Monats, des Jahres, wie immer man will. Der Aufsteiger führt, wie gesagt, nach 1 Minute und 40 Sekunden mit 1:0.